hallo, hallo. Herzlich willkommen in der neuen Folge von Survival. Heute wieder ein Survival-Selbstversuch. Ich habe im Internet den Typen gesehen, der hat, ich weiß nicht, ob ein Kasache oder ein Russe oder irgendwas mit Untertitel, habe ich gesehen, der hat eine PET-Flasche genommen, hat ein Fenster reingeschnitten und drei Löcher rein, damit Wasser ablaufen kann, hat ein Brötchen reingeschmissen, ab ins Wasser, ein paar Sekunden später hat er sich einen Fisch rausgezogen. Funktioniert das so einfach? Kann man das damit machen? Wir probieren heute mal aus, ob man ganz schnell lebend Fische fangen kann. Die Fische werden natürlich nicht getötet und nicht gegessen, sondern die werden wieder freigelassen. Aber funktioniert das? Wir kriegen's raus. Auf geht's! Ich hab leider schon angefangen, ich war ein bisschen stürmisch. Ich habe einfach hier vorne ein Fenster reingeschnitten, dort rausgenommen. Oben, der Deckel bleibt ab. Wenn das Fenster raus ist, hier unten, ein paar Löcher reingepickst, damit, wenn du das rausziehst, das Wasser ablaufen kann. Mach nicht zu groß die Löcher, weil sonst können ja die Fische da abhauen. Ja. Natürlich auch vorsichtig mit dem Umgang mit dem Messer, ne? Jetzt noch ein bisschen Strüppe drumherum. So. Dann eigentlich relativ simpel. Bisschen eingeweichtes Brot. Das sieht so aus. Reinmachen. Eins. Zwei Steine. Und das war's schon. Und jetzt gucken wir mal, ob wir damit tatsächlich was fangen. Da haben wir ihn. Jetzt frisst er sich natürlich satt an seinem Brot, aber oh, jetzt kriegt er natürlich verrückt. Wir wollen dem Fisch natürlich nichts Böses antun, wir sind nämlich Fischfreunde, deshalb lasse ich ihn noch gleich wieder frei. Aber das funktioniert. Da ist er. Und der ist doch ja nicht so klein. Na komm, los, komm raus. Da ist er. Und wieder frei. Hui! Das funktioniert tatsächlich. Das machst du jetzt ungefähr 6-7 Mal. Und dann hast du eine Handvoll Fische, selbst die kannst du essen, wie Sprotten halt. Die machst du dann über das Feuer, hast du auf jeden Fall dein Überleben gesichert. Für eine Survival-Situation als Trick ist das absolut geil. Cool. Du kannst ja auch altes Brot nehmen, verschimmeltes Brot, weil du ja selbst nicht mehr essen kannst, aber dann kannst du es halt in die Flasche packen, dir was angeln. Oder findest du einen Marienwürmer, geht ja auch. Möchte mich damit auch gleich wieder verabscheuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Survival-Land. Und nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. In meinem Video wurden keine Fische und keine sonstigen Tiere verletzt oder getötet. Kleiner Hinweis, ganz wichtig, diese Art von Fischen ist natürlich verboten. Ich habe es euch nur zu Demonstrationszwecken gezeigt. In einer Notsituation ist es natürlich durchaus machbar und möglich und auch erlaubt. Aber so im normalen Leben ist es halt Wilderei und es ist nicht erlaubt. Klar, ganz wichtig, nicht nachmachen. Ich habe es euch gezeigt, das muss reichen.